Klimagerechtigkeit ist eine internationale Herausforderung und hat auch sehr viel mit Verantwortung gegenüber den Ländern des globalen Südens zu tun. Leonore, darf ich mit dir anfangen? Bitte schön. Die Klimakrise auf der einen Seite, sie betrifft uns alle, das ist nicht mehr wegzudenken. Und wenn wir uns diesen Sommer angeschaut haben, dann wissen wir nicht nur, es ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen, sondern man kann dann immer die Augen vor ihr verschließen. Wir sehen es, wenn wir daran denken, die Bilder aus Kanada oder aus den USA, wo die Städte so heiß werden, dass die Menschen nicht mehr rauskommen. Wir sehen die Überschwemmungen in Libyen, wo ganze Dörfer überflutet sind, unzählige Todesopfer gefordert haben. Also ganz egal, auf welchen Kontinent man schaut, die Augen davor kann man immer verschließen. Das war der große Streitpunkt bei der letzten Klimakonferenz. Wie können wir den Ländern im globalen Süden, die am stärksten davon betroffen sind, von Schäden und von den Schäden, die Klimakatastrophe jetzt schon anrichtet, wie können wir die unterstützen? Und da haben wir 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ich glaube, wir waren das zweite oder dritte Land weltweit, das das gemacht hat. Also wir haben es geschafft, innerhalb von 4 Jahren von einem wirklichen Nachzügler in der internationalen Klimafinanzierung in dem Bereich zu einem wirklichen Vorreiter zu werden. Und das hat mich sehr gefreut. Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Frauen von der Klimakrise einfach überproportional betroffen sind. Wir haben Frauen in der Einkommensarmut stark überrepräsentiert. Wir haben Frauen in besonderem Maß von natürlichen Ressourcen abhängig und wir haben Frauen, die kaum an den umweltpolitischen Entscheidungen mitwirken können. Und es kulminiert in einer sehr, sehr erschreckenden Zahl, nämlich im Fall von Umweltkatastrophen haben Frauen eine 14-mal höhere Sterblichkeit als Männer. Sie werden später gewarnt. Es scheitert an so Dingen wie Fähigkeit zum Schwimmen. Sie kümmern sich auf der Flucht noch um andere und nicht zuerst um sich selbst. Auf der Flucht selbst haben Frauen ein viel höheres Risiko von sexualisierter Gewalt, körperlicher Gewalt betroffen zu sein. Frauen haben im Fall von Naturkatastrophen ein 14-mal höheres Sterblichkeitsrisiko. Und allein diese Zahl muss einfach ein Handlungsauftrag sein und ein Signal, wie kann man anderes. Wir werden Klimagerechtigkeit nicht ohne Geschlechtergerechtigkeit bekommen und umgekehrt kann man es auch nicht denken. Und deswegen ist es so schön, dass es Orte wie diesen gibt, wo man das zusammen denkt und auch zusammen Lösungen entwickelt dafür. Vielen Dank, Leonore. Das Wort Gerechtigkeit bringt uns dorthin, warum auch dein Ressort, Alma, sehr intensiv mit dieser Frage verknüpft und verbunden ist. Menschenrecht auf sichere, saubere, gesunde Umwelt. Darf ich dir dieses Stichwort rüberreichen? Recht auf Leben, Recht auf Eigentum, Recht auf Freiheit. All das wird es nicht geben, wenn wir den Klimaschutz und das Recht auf eine saubere Umwelt außer Acht lassen. Und daher bin ich davon überzeugt, es wird noch dauern, wir sind noch lange nicht da, weil die Expertinnen und Experten erkennen es noch nicht an. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir sehr bald dort sein werden, weil Recht auf Leben meines Erachtens auch inhärent auch das Recht auf eine saubere Umwelt und Recht auf Klimaschutz beinhaltet. Es ist schon sehr erstaunlich, dass es dann immer wieder Frauen sind, die dieses Recht auch so einfordern. Und ich möchte eine ganz besondere Frau hervorheben, die Michaela Krömer, eine Rechtsanwältin, die sich auch das antut, weil sie sagt, sie will das jetzt durchkämpfen. Sie will das mit einer Klimaklage durchkämpfen. Und es hat eine ganz tolle Klage gegeben, die sie im Namen von Kindern eingebracht hat, weil sie gesagt hat, es ist ja genau das Leben dieser Kinder, das gefährdet ist. Vielleicht ist unser Leben nicht gefährdet, aber das Leben dieser Kinder ist es sehr wohl. Denn es ist natürlich fraglich, ob diese Kinder, wenn sie mal aufwachsen, ob deren Kinder genauso Schmetterlingen nachlaufen werden können, wie das heute mein Sohn tut. Das heißt, es tut sich was und ich glaube, wir müssen kämpfen und man sieht immer wieder, dass an der
also an der Forefront auf dieses Kampfes, an der Spitze, an der Speerspitze dieses Kampfes immer wieder Frauen stehen, weil Frauen sehr wohl erkennen, dass das Leben ihrer Kinder und ihrer Enkelkinder gefährdet ist. Weil Frauen sehr wohl erkennen, dass sie nicht in der privilegierten Situation sind wie viele andere Männer und dass man sich einfach zurücklehnen kann und sagen kann, wird schon alles irgendwie werden. Und jetzt noch einmal zu dir, Leonore. Welche Chancen siehst du in einer feministischen Klimapolitik? Na, warum geht's denn so langsam weiter? Also was ist denn da so, was so zurückhält? Und ich glaube, da dürfen wir nicht die Augen davor verschließen oder dass wir halt über patriarchale Machtstrukturen reden müssen auch. Weil es hat sich halt im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte ein System gebildet, das eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe an die entscheidenden Macht- und Entscheidungspositionen gebracht hat, die dann halt auch für ihre ganz bestimmte Interessen, Profitinteressen, Mobilitätsinteressen und sonst was Politik macht und Entscheidungen trifft. Wenn man sich anschaut, wie sich das Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern unterscheidet, wie Frauen sich viel öfter hat verschiedenste Hintergründe, ja, auch auf finanzieller Ungleichheit basierende Hintergründe, aber trotzdem, dass sich Frauen klimafreundlicher verhalten, öfter den öffentlichen Verkehr nutzen, mehr die aktive Mobilität, also zu Fuß gehen und Radfahren, und trotzdem machen wir Verkehrsinfrastruktur für den Autoverkehr und die Luftfahrt, dann zeigt es halt sehr gut, dass halt bei der Planung und beim Entscheiden von Verkehrsinfrastruktur noch viel zu oft Männer an den entscheidenden Positionen sitzen. Genau darauf müssen wir hinarbeiten, dass wir Entscheidungen treffen, dass diejenigen Entscheidungen treffen, einfach die Gesellschaft abbilden in ihrer Vielfalt, in ihrer Diversität und vor allem auch in einer geschlechtergerechten Art. Und das gehört für mich ganz massiv dazu zum Thema feministische Klimapolitik. Da herinnen sitzen viele kämpferische Frauen, und diese vielen kämpferischen Frauen und Männer, das mag ich jetzt nämlich auch kurz einmal extra erwähnen, ja, die können einen Unterschied machen. Und wir haben ein Jahr bis zur Wahl. Und wenn man sieht, was im Justizministerium, im Sozialministerium, beim Johannes, in der Kultur und beim Sport, bei der Andrea, beim Werner und im Klimaschutz in den letzten 3,5 Jahren passiert ist, dann glaube ich, zahlt es aus, dass wir das Jahr voll investieren und dann mit voller Überzeugung auch um die Verlängerung arbeiten.